Gehen in Richtung Halle 5. Ich bin jetzt hier so in die Halle 5 und ich schaue es mal so nach. So, das ist ja gerade ein Messer und jetzt bin ich hier in Halle 5, das ist mehr so mit dem Tier. So. Erstmal so die Reihe nach. Das Einzige, was zu empfehlen ist, viele Wandigkeiten einzusetzen. Und da muss
muss eben auch verstärkt mitbearbeitet werden, nicht dass immer nur nach dem Geld gefragt wird. Was kostet das, wenn ich also Wolle einsetze zur Begrünung zum Beispiel, sondern man muss danach gehen, was wir alle fordern, Nachhaltigkeit. Dankeschön, Frau Dr. Walde. Sie haben insgesamt Optimismus geäußert, was die weitere Entwicklung der Schafhaltung anbelangt. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Wie erlebt es uns, junge Leute zu begeistern, den Schafhaltung, den Beruf zu erlernen? Ist doch eigentlich mitten in der Natur mit Tieren, alle im Beruf. Ja, eigentlich, was uns fehlt, sind die jungen Männer, muss ich sagen. Wir haben sehr viele junge Mädchen, die den Beruf des Schäfers erlernen wollen. Und da muss man natürlich auch so ehrlich sein, dass es ein Beruf ist, der natürlich heute auch noch körperlichen Einsatz verlangt. Und ich bin vollkommen Gegner, glaube doch mal zu meditieren, 365 Tage im Jahr. Ja, darum ist es. Aber das ist nicht, dass es noch Spuck. Ja, auch junge Kollegen. Wir müssen uns selber verzweifeln, nein, also ich denke, dass dieser Beruf Zukunft hat. Wir müssen nur daran arbeiten. Dankeschön, es ist natürlich auch wichtig, dass über die berufliche Schäferhaltung familienernährt werden können, dass wir wirtschaftliche Grundlage haben und dass wir über die Schafhaltung und die Wertschöpfung, die wir haben, wenn wir uns ansehen, dass in der Landwirtschaft nur etwa 20% der Ausgaben für Lebensmittel tatsächlich ankommen und gerade die Tierhaltung immer an der Grenze des wirtschaftlich Tragbaren ist, dann macht uns das schon Sorge und wir müssen da, denke ich, auch daran arbeiten, stärkere Positionen am Markt einzunehmen, um mehr Wertschöpfung in der Tierhaltung zu generieren, denn ohne entsprechende wirtschaftliche Basis wird es auch nicht gelingen, junge Schäferinnen und Schäfer zu gewinnen, ihre berufliche Laufbahn aufbauen. Schönen Dank, Frau Dr. Walter. Die Frage gibt es noch. Ich würde jetzt gerne noch unsere Schafe vorstellen und wir haben also die Merino-Rassen hier und ich würde denken, dass ihr mal einen Schwenk macht mit den Merinos und hier langlaufen, damit ja. Ja, so, und wir haben jetzt das, eine Gruppe Merino-Fleischschafe. Wir lassen die ganz einfach hier langlaufen. Wir haben hier Schäfermeister Stolberg mit Familie. Sehen Sie mal den jungen Mann an.